Hallo. So, Leute, willkommen zurück zu Super Mario World. Mit. Hallo, na? Achso, Igel. Ja, Igel, genau. Steht das nicht irgendwie in der Beschreibung oder sowas? Lesen die nicht bei dir oder was? Ich weiß ja nicht. Manche musst du das vorkauen. So wie mein Essen heute Morgen. Das hast du mir auch vorgekaut. Fand ich übrigens voll nett von dir. Nee. Wie nee? Das war voll nett, wirklich. Ich fand das nett. So, guck mal, was ich mache. Bäm. Da, hast gesehen? Jetzt habe ich auf den Boden gerubst, obwohl ich da oben gar nicht hin wollte. Guck mal, ein Geisterleben. Ah! Ey, mit den Geistern. Was, die kommen ja. Das hast du davon. Ja klar kommen die irgendwann, du Heldenkind. Ich bin wirklich ein Heldenkind. So. Das hat meine Mama früher auch immer gesagt. Die hat gesagt, ja? Junge, du bist ein Heldenkind. Oh, ich hab's nicht bekommen. Weil dein Vater war ein Held. Er rettete nicht die Welt. Ich werde jetzt nicht auf Welt rein, obwohl ich es gerade indirekt getan habe. Denn er rettete. Ach, das war das. Mich im Zelt. Das war das unnötige Level. Unnötige Level, wo man so Sachen kriegen konnte. Ja, ist egal. Wir brauchen den Ausgang trotzdem, um 100% zu erreichen. Außerdem war es nicht so unnötig. Ist doch praktisch. Tisch? Ja, ich habe auch einen Tisch. Praktisch. Ich sitze gerade an einem Praktisch. Kennst du Praktibalk? Ist das ein Pokémon? Ja. Siehst du? Schön. Ich wusste das nicht, ich kenne das Vieh nicht, also. Ja, ja, das glaube ich dir. Das ich habe nur Silber gespielt. Wow. Und ja, das muss ich natürlich jetzt so einer Pokémon-verwöhnten Community ja nicht erzählen, dass ich das ist Pokémon zwar nicht schlecht finde. Ich kann auf dem Ding rumhacken, bis es halt. Warum hackst du auf ihn rum? Was hat er gemacht? Er stinkt. Ach so. Und ein Lied singt. Und nach seinem Atem ringt. Warum? Weil er mit einem Bier winkt. Was ihm nicht gelingt. Yay. Aha. Und dann hier drauf. Und dann hier hoch. Und dann hier dran. Ist das eigentlich der einzige aus? Nee. Nee, es gibt zwei Ausgänge. Ich habe das vorhin schon gefragt, aber ich habe die Antwort wieder vergessen, weil ich so selten zuhöre. Gibt es manchmal mehr als zwei Ausgänge? Nein, es gibt nicht mehr als zwei Ausgänge. Okay. Weil ich weiß nicht, ob ich schon mal alle hatte. Das weiß ich wirklich nicht. Also ich schon. Du kriegst, glaube ich, ein Sternchen daneben dran oder so. Ich glaube, mir fehlte mal einer. Oder 19. Hä? Guck mal, wie er dann draufstellt. Was ist das für eine komische Pose? Ja, ich weiß nicht. Er hat irgendwie gerade gesagt, guck mal, ich nehme den Stein da unten halt den anderen fest. Kein Plan. Aber auf jeden Fall, ich nehme mal einen in der Hand, weil der nochmal so schön leuchtet und ich mag es leuchten. Yay. So. Wir rocken das Spiel voll durch, ist ja auch gefallen. Ja, wir sind bisher noch keinmal gesterbt. Das kommt noch. Ja, aber bisher noch nicht. Ich bin gespannt, wer als erstes sterbigen wird. Ich konnte ja mal das Schloss 6 nicht, das hat mich ja immer abgefuckt. Und Schloss 3 natürlich, Schloss 3 ist auch so ein Kack. So. Das ist Schloss 3. Schloss 3 ist wieder dran. Nee. Schloss 3 machst du. Schloss 3 mach ich, was war denn das nochmal? Ja, wo Anfang der Magikuba ist. Mit dem Lava-Kack? War das was mit dem Lava-Dingens? Nee. Der auch, ja. Also ist doch kein einziges Mal gestorben. Alter, das ist auch geiler Tod. Bam. Ja, das habe ich leider nicht kommen sehen. Hallo, Tod. Ach, du willst es jetzt direkt machen? Einmal rumgehen zumindest. Boah. Ja, nicht mit mir. Ey, mir ist es ja auch, glaube ich, im LP extrem gut gelungen, ne? Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Mit der zweiten Runde von ne? Hier, der Special-Welt. Die was? Berüchtigte. Was ist damit? Ja, die ist mir gut gelungen, weil als ich das mal LP'd hatte. Also ist hoffe ich, dass es diesem auch so ist. Das ist doch diese Angstwelt von den meisten. Die zweite Runde von der... Ach, muss man die auch machen, oder was? Ja, willst du die nicht machen? Ich meine, weiß ich noch nicht. Ich weiß doch nicht, was hier 1 Milliarde % bringen in dem Game. Nee, 100%, da gehört die Sternwelt dazu und die Special-Welt halt. Ja, machen wir das ja. Kein Grund, mich gleich zu verprügeln, weißt du? Nee, ist ja auch in Ordnung, aber du kannst doch auch einfach mal die Fresse halten, wenn du nicht weißt, wovon du redest. Ist echt so. So, pass auf. Er ist übrigens immer so, ne? Das ist gar nicht wahr. Meistens bin ich noch schlimmer, nur ich nehme mich gerade zurück, weil er gesagt hat, du bitte in deinem LP bitte nicht immer die ganze Zeit Sprüche gegen Ben White Fox. Aber das ist schon so lange her, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Also was ich sagen wollte, ja, der ist nicht immer so, der ist eigentlich noch schlimmer. Nee, es ist einfach, weil, keine Ahnung, ich meine, er hat gesagt, naja, ich habe gerade meinen Kanal ein bisschen deklassiert, weil ich hier mit Saffe aufnehme, kannst du vielleicht das Niveau ein bisschen wieder steigern? Und da habe ich gesagt, ich dachte mir eigentlich eher, wenn ich schon alles in die Scheiße reite, dann richtig, dann kann ich auch gleich
ja, den tollen Igel fragen. Kennt ihn überhaupt noch jemand von euch? Natürlich. Würde mich interessieren, wer von euch kennt den Typen eigentlich? Schreibt's doch mal, würde ich mir echt interessieren. Weil sogar dein Chef kennt mich. Das stimmt sogar, ja. War mein 500 irgendwas der Abonnent. Ja, das ist, wie hieß diese Seite nochmal mit diesem tollen... Wayback Machine. Wayback Machine, genau, stimmt. Ja, echt? Da kann man das vorhin gerade wieder jemand gezeigt, weil wir über das YouTube-Design geredet haben, deswegen fällt mir das gerade ein. Das steht da nämlich fett unter meinen Subscribern. Und hat mir geschrieben, boah, voll geile Videos, Alter, direkt abonniert, ey. Und damals habe ich gedacht, irgend so ein Spasti, den keine Sau kennt. War auch so. Tja, und heute bist du der Spasti, den keine Sau so kennt. Ja, das ist halt der Nachteil an der Geschichte. Naja, aber... Hier muss man bestimmt auch die richtigen Ausgänge gehen, ne? Muss man nicht, aber kann man. Also für Punkte gilt das nicht? Ich weiß gar nicht, ob der normale Ausgang was zählt, weil er nirgendwo hinführt. Aber ich hab's nachher immer nochmal gemacht. Ja, scheiße. Was war das denn? Ja, dieses Geräusch von dem Schlüsselloch. Und dort musst du den Schlüssel im richtigen Moment spucken. Also im Original-Game Gates, ich habe es noch nie geschafft, keine Ahnung. Aber im Normalspiel kriegt das immer hin. Und dann macht das so... Müsst ihr vielleicht mal zeigen. Nom, nom, nom. Also wir spielen ja am Originalkonsole, aber deine Konsole ist ja modifiziert, weil dort ein japanischer Rüssel draufgeklebt ist. So. Ich habe eine amerikanische Konsole vor allem. Auch. Also das stimmt wirklich. Ich glaub dir keine Sau. Doch. Ja. Also hierfür... Ach Gott, ey. So, es gibt hier einen Geheimgang, ich hab nicht hingeguckt. Weiß ich nicht. Ja, warte, wo bist du denn? Wow. Ich glaube nicht. Ich wollte eigentlich nur wieder auf den Boden. Oder? Gab's hier einen? Bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Nee, von unten, du kommst von der anderen Seite. Hier, glaube ich, noch. Was war? Ach, warte. Ach, ist mir doch egal, was du da reinmachst. So. Dann weiß ich jetzt nicht. Nein. Wo führt das eigentlich hin? Also ich meine, hast du gerade gesehen, da war nichts unten. Was glaubst du? Warte, Challenge. Wie viel Leben kriege ich? Also ich kriege entweder gar keins oder... Fast entweder alle, gar keins oder... Eins oder zwei. Ich weiß nicht, es ist immer entweder alle oder gar nichts. Ja, alle. Gar keins. Eins von beiden. Mach. Oh Gott. Weißt du, aus solchen Gründen hasse ich es mit dir aufzunehmen. Deswegen musstest du schon echt betteln. Du Lachs. Okay. Oh. Dann gar keins. Oh. 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 Es ist wirklich so, entweder kriegst du alle oder gar keins. Das ist wirklich scheiße. Oder vielleicht mal eins noch dazwischen, aber so, dass du mal so irgendwie fast alle kriegst, so bis auf eins. Das ist nicht der Fall. Entweder fast alle, also entweder alle oder ganz wenige oder gar keins. So rum, meine ich. Ganz oder gar nicht. Mann, so, ich bin der Erste, der Bonus-Levels machen darf, tun. Oh, stehen oder reiten. Voll einfach, ja. Eigentlich. Ja, einfach immer nur im Takt springen. Früher habe ich das eigentlich rausgehabt. Ich wusste auch so, wenn ich ganz links stehe, kriege ich Blumen und wenn ich irgendwo in der Mitte stehe, kriege ich Sterne oder sonst sowas. Aber das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich die Bonuslevel ja schon meide. Ich versuche ja schon meistens gar keine Punkte mitzunehmen. Echt? Ich hasse es. Mir gehen die Bonuslevel auf den Sack. Ich mag die. Wir müssen doch außerdem eine Challenge machen. Wir brauchen am Ende mehr Leben, als es Pokémon gibt. Wobei, das ist, glaube ich, gar nicht nötig. Möglich. Weiß nicht, ob bei meiner 99 dicht. Guck mal, ich habe 7 Leben, mich stört's nicht, du bist schon öfter gestorben als ich, also. Einmal nämlich, ja. Also öfter, ist, stimmt. Aber... Mehr ist mehr, okay? Du Lachsnacken? Warum fliegst du nicht einfach hoch? Ich meine, hier ist zwar kein Panzer, aber warum fliegst du nicht einfach hoch? Ja, weil ich keinen Panzer habe. So, komm ich da ran? Ach, nein, weil du es sehr schlecht gemacht hast. Ja, ist doch wurscht. Einfach den Yoshi. Ach so, war das, verstehe. Aber der Yoshi fällt schon halb raus unten. Das ist mir egal. Bei dir fällt da auch meiste Zeit irgendwie halb was raus aus deiner Hose unten. Weil er so groß ist. Ich überspiele das einfach ganz schnell. Guck mal, ist dir mal aufgefallen, dass du das Ding oben immer mit, also diese Blume da oben immer mit. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist immer mit weg. Aber es bleibt trotzdem. Ey, wieso hat er rausgetappt? Wer, was? Mein Spiel hat rausgetappt, sorry. Ja, das ist nicht schlimm gewesen, weil du gespielt hast. Mich retten. Es hat eingesehen, was du da gerade, was du hier fabrizierst. Oh, jetzt habe ich den Panzer vernichtet. Du bist so ein Held. Ich wollte doch fliegen. Achso, das geht nicht, hä? Achso, ich bin der grüne Yoshi, ich Trottel. Ja, ist doch gar, kannst du mit dem fliegen. Weil ich glaube, gab es ja nicht oben irgendwo 3 Leben? Oder war das ein anderes Level? Weiß ich nicht, kann sein. Oder?
kannst den Yoshi auch zwischendurch mal ausspucken und wieder einsaugen. Den Yoshi? Du, den kann ich ausspucken? Ja, den Cooper. Dann kannst du ihn länger benutzen, weil sonst schluckst du ihn nämlich jetzt unter und dann fällst du nämlich runter. Ja, warte, hier oben war das. Lambadas. Da! Ja. Oh. Hier kann man aber noch viel mehr Leben holen, glaube ich. Nee, ist das nicht die Stelle? Level. Das war ein anderes Level. Ich weiß aber, welches du meinst. Nee, das ist da oben bei der Brücke, ne? Ja. Ja, ich kannte das gar nicht, hat mir Ines gezeigt damals. Eieieiei. Du bist so ein Kantenkind. Was denn? Ja, das wäre was für ein Speedrun gewesen, du sagst. Ich fand, das war super. Das ist so richtig flacher Bogen rüberkommen, also flacher kannst du, glaube ich, gar nicht rüberkommen. So, gut. Zweites Schloss. Du rockst jetzt hier die Star World, ja? Ja, zumindest mal die normale Special-Welt häng ich mir noch auf, genau. Ich hänge mich auf. Das ist eh das Beste. Endlich erkennst du es mal. Oh Gott, ich bin ja ein Yoshi. So. Du bist ein Yoshi? Mhm. Weißt du, wer das auch gesagt hat? White Fox LP? Nein. Verdammt. Du? Ach, schon wieder nur ein grüner. Ein roter, blauer. Roter. Warum machst du keine roten? Ah. Nur weil du die zum Flammenexperiment ausspucken musst. Ja, das ist kacke. So. Aber da unten, da wenn ich den. Uiuiui, aber jetzt kann ich mich wenigstens sanft abfedern. So. War denn jetzt das Landeding? Ja, so, hier, den kann ich mir holen. Hopp, so. So, das war doch hier aber unten, ne? Der Ausgang, oder? Bin ich jetzt gerade in der falschen Welt? Nee, der war unten. Ja. Nee, nein, doch, der war unten. Beeil dich, schnell, der schluckt's runter, schnell! Schnell! Ach so, das Ding noch gar nicht. Schnell! Wie du langsam warst. Schnell! Wer war langsam? Ja, weil du wieder langsam warst, haben wir noch die Roten hier. Hallo, wo hilft die überhaupt? Ja, in dem Ding demnächst drin, ne? in dem nach der Burg, da oben, noch 3 Level. Ich meine, ich bin viel schneller als du, weil ich mir einfach mal beeile und du die ganze Zeit da rumlümmelst. Lümmel. Ja, okay, du konntest das noch gar nicht geschafft haben, aber. Lümmel. Kann man ja dir drauf springen mit dem Drehsprung? Ja. Wieso sagst du mir das nicht gleich? Wow. Und auf die? Hast du das weiß ich gerade nicht. Ich glaube ja nicht. Ich kann sein, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß es gerade nicht so genau. Musst du halt mehr Emiro gucken? Der macht auch immer Mario. Ja, aber ich habe mich nicht daran erinnert, dass er jemals auf einen Feuerball drauf gesprungen ist. Ja, keine Ahnung. So. Nee, ich bin kein Fan von den Mario-Hacks und so weiter und auch nicht von so selbstgemachten Levels oder sonst was. Wow. Deswegen gucke ich mir das jetzt nicht an. Also so ist es nicht. Ach, das tötet die instant? Ja. Das ist ja. Und nicht nur instant, sondern ganz. Sogar. Boah, weil die bleiben auch nicht liegen. Oder wenn du sie von unten gegenspringst, dann sterben sie, glaube ich, auch komplett. Hoch, schnell, jetzt, eine hoch noch. Ja, genau. Oh. Was denn? Was ist passiert? Ist alles easy. Ja, ne, alles wenn du nicht easy. Immer so viel riskieren würdest, weil du so langsam bist. So. Alter. Würdest du diese zum Running Gag? Nein. Weil es die traurige Wahrheit ist, oder was? Nein, kann ja kein Running Gag werden, weil dann wärst du ja schnell und du bist ja langsam. Ich habe jetzt schon überlegt, was denkt dein Hirn sich jetzt für einen Witz aus? Und dann muss ich leider sagen, der war sogar gar nicht mal so schlecht. Okay. Danke. So. Schaffst du den? Der ist nämlich ganz schön schwer. Auf den musst du nämlich raufspringen und dann nochmal. Und dann musst du ausweichen, oder? Schaffst du es gleich nochmal? Nee. Ja. Das ist ein bisschen schwer. Ja. So. Und jetzt musst du draufspringen. Was ja, zum Teufel? Das war nichts. Also, das hat geleckt. Ja, du hast vergessen draufzuspringen. Ja, du, der springt doch dann runter, wenn du unten unter ihm bist. Ja, das hat geleckt gerade. Hast du sie gesehen? Was machst du da? Ach so, ich bleib. Ach so, jetzt weiß ich, was los ist. Ich wusste nicht, dass ich stehen bleibe, wenn er unten auftrollt. Das prallt, so, das würde ich sagen. Ja, ach Gott. Ey, das war der zweite Boss. Ey, das hast dich jetzt gerade mal richtig blamiert. Also, wenn mir da jetzt. Ey, du warst auch verdammt schlecht, ne? Beim ersten Boss. Genau, also eben. Ja, eben. Und wer dem zustimmt, der gibt jetzt hier mal. Also, wer dem nicht zustimmt, Daumen hoch und. Nein, hoff, da fang ich so an wie Jan. Fang ich so an wie Jan. Jan hat das einmal gebracht bei, Gott, wo war das denn? Bei Unigold Sunpart. Und irgendwie, ja, das sah dann entsprechend aus, ne? Meinst du, die abonnieren mich dann alle?
Merkt ihr das? Wisst ihr? Also die Punchline, die ich gebracht habe gegen dich in dem Battle-Track, ne? Die kannst du gar nicht entkräften, weil du sie gerade einfach wieder dauernd nur bestätigst. Ja, muss ich auch nicht. Das ist keine Punchline, wenn ich mich da überhaupt nicht damit angegriffen fühle, wenn es einfach wahr ist. Ja, aber es verletzt dich ja. Nein. Ich weiß, wie du danach so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich die kontern soll und boah, und das ich ja, immer wieder gesagt. Gesagt, lappenhaft, habe ich gesagt. Hier musst du nach oben, das weißt du, ne? Ich habe ja gedacht, dass du was Vernünftiges bringst. Was muss ich? Hier musst du nach oben, das weißt du. Ja, ja. Ja. Was machst du? Fliegen. Scheinbar weißt du es ja nicht. Doch. Oh. Hier aber schaltest du einen zweiten Ausgang frei. Ja, hier gibt es zwei Ausgänge, ist richtig. Ja, ich kenne das Spiel auch. Ich habe es auch als Kind gespielt. So, was ist mal Pilze mitnehmen? Die einfach verschwinden, weil es zu viele sind. Ja, ja, auch das Ding hatte hier noch ein Sprite Limitation Mist. Mal gucken, ob du den mitnimmst. Ich sag ja. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Wolltet ihr alle hinnimmt wohl? Ja, und schon bin ich in Special Welt, weißt du, so schnell kann man die erreichen, weißt, wenn man es erstmal so ein bisschen drauf hat. Aber also ich bin noch hier am rumeiern. Wir werden es noch eine Runde schneller erreichen können, wenn ich oben nicht den grünen Schalterpalast gemacht hätte. Siehst du? Ja, sag mal, mit deiner ganzen Gesterbe, das geht mir langsam auf den Sack, muss ich sagen, ey. Ja. Ich habe mir gerade eine Zigarette gedreht. Kann ich verstehen, zweimal. Nein, ich habe nur eine gedreht. Aber ich bin zweimal gesterbigt. Ja, und ich noch gar nicht. Ja. Das wird auch so bleiben. Du hast gesagt, ich sterbe nicht, deswegen brauche ich keine Leben. Doch. Am Ende wirst du häufiger den Löffel abgegeben haben als ich. Ja, klar. Mhm. Wir machten hier gerade die Sternwelt, ganz einen schwierigen Scheiß und du machst da... Den schwierigen Scheiß? Das ist doch voll piss einfach, was du gerade machst. Das ist überhaupt nicht piss einfach. Ich weiß gar nicht, wie viel Konzentration das kostet. So durchzufliegen, meinst du? Ranzkanten. Ranzkanten ist so ein schöner Ausdruck. Du Rattenjunge. Das ist nicht so schön. Doch. Sehr unkreativ, aber das Nein. passt dann eigentlich besser zu dir. Danke. Musst du immer so fies zu mir sein? Ja. Guck mal, da ist der Ausgang. Aber der falsche. Noch geschafft. Ja. Die ganzen Röhren sind so sinnvoll. Scheiße, ich hätte sie noch ausspucken sollen. Du hast vergessen, Punkte zu holen. Schluck das noch, schluck das noch. Ich glaube nicht, oder? Oder? Nein, glaub nicht. Doch, gleich noch. Pass auf, jetzt gleich. Na, schluck, schluck, schluck. Schade. Nein. Versagt. So, jetzt nimm mal die anderen Ausgänge noch mit. Man weiß ja nie. Welche anderen Ausgaben? Achso, die. Ja, meinetwegen. Ja, aber dann verschwende ich hier voll Zeit. Ich bin schon zweimal abgekratzt. Wobei, wir können das mal gleich fragen. Also, du hast ja viele Abonnenten, die auch ein bisschen Ahnung haben. Muss man, um 100% zu haben, die Ausgänge hier mitnehmen? Weil ich habe es immer gemacht und ich weiß nicht, ob es nötig ist, weil man damit ja keinen Weg freischaltet. Also, nur bitte die, die es wissen, die irgendwie mit Halbgewissen kommen oder unter 9 Jahre sind, bitte nicht antworten. Was war das Erste? Die was sind? Die gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen. Ja, gefährliches Halbwissen ist immer sehr gefährlich. Ja, und aber vor allem auch halb. Ja. Guck mal, wie lustig das ist. Wow! Nee, ist voll lustig, echt. So, ist echt so. Ha! Da war ein Leben! Was? Irgendwo war ein Leben da drin, aber egal. Das war eigentlich nicht geplant. Na, wieso, ist doch gut so. Ich wollte ihn aber mitnehmen. Ja, ist doch gut, kannst du auch machen. Ich wollte auch hoch. Es geht, glaube ich, schon. Mit einem Yoshi zumindest. Aber mit Fliegen, glaube ich, schaffst du das. Ja, da musst du halt echt genau zielen. Könntest du Glück haben, aber ich glaube auch nicht, dass das wirklich gut machbar ist. Hm. Nee, den musst du ja halt als zweites holen, ist doch wurscht. Dann hole ich ihn halt als zweites. Schnell, improvisieren was, sing was. Ja, ich bin der Mario und ich renne durch die ganze Zeit hier über die Lava lang, weil ich eine Samenbank gekauft habe und sie selbst gefüllt habe an einem Nachmittag. Der Track ist leider schon vorbei, aber das war ganz gut improvisiert. Naja, geht. Bin ich so der Freestyler? Findest du? Nein. Dann werde ich ein paar Klingen. Ja, gut. Ja, das war ja auch nicht von mir, das war von Fox. Das stimmt, das war von ihm. Müsst ihr wissen, er hat früher gerappt. Und er hat sehr lustige. So, hat einen sehr lustigen. Die haben das ja wohl bestimmt alle bei dir auf Musikomaro, unser Battle, geguckt? Alle. Das denke ich eher weniger. Die meisten werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was für ein Battle. Musikomaro, das ist ja sein Musikkanal und darauf hat er mit du mir weißt gebattelt. Gar nicht, was war das denn? Das war cool. Du glaubst gar nicht, wie viel den ich kenne. Ich preise den ja nie so wirklich groß an. Ja, deswegen mache ich das ja gerade. Okay.
Damit die dann dein Video gucken und dann gucken sie mein Video und dann abonnieren sie mich. Ja, das ist gut, dass du das auch nicht im Video sagst, dass es gar nicht so rüberkommt. Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein, was? Wie? Verstehe ich nicht. Ja, nein, ich muss ja Hallo den vernünftigen Let's Player hier abgeben, der ein Abo geil ist. Ach so. Weil vor allem ist mir von der Geldgeil-Group, ja? Ja, weil ich ja vor allem da einer der wenigen noch bin überhaupt, die nicht gepartnert worden sind. Beziehungsweise nicht, dass ich nicht Angebote bekommen hätte. Nein, warte, stopp! Bis dann. Tschüss.